So, meine lieben Freunde, wir sind zurück zu einem neuen Let's Play von WWE 2K23. Und ihr seht, von der letzten Folge habe ich hier nochmal ein bisschen mein Aussehen angepasst. Und mal eine andere Frisur, mal einen Bart noch dazu. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier, ich skippe das mal so ein bisschen. Wir müssen jetzt ein Triple Threat, nee, Quatsch, ein Triple Take Team Match, also zu dritt machen. Und das gucken wir uns jetzt mal an hier. Ja, mit Randy Orton und Gabriel Slade gegen The New Day. Mal gucken, wie wir uns dabei anstellen werden. Und schauen wir mal, ob wir das Match für uns entscheiden können. Da, 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 da. Survivor Series War Games. The following contest is a six-man tag team match. Six-man tag team match. The Raw Tag Team Championship. Ein bisschen merkwürdig, dass die Titelträger eigentlich immer zuerst rankommen. Ich kenne das noch früher, dass eigentlich die Herausforderer zuerst rankommen und dann die Titelträger. Aber gut. Na, mal gucken. Und jetzt kommen diese komischen Kofi Kingston. Naja, dann wollen wir mal sehen. Es geht um die Tag Team Championships. Und... naja, ist auf jeden Fall der erste Pay-Per-View. So that's what it's all about, the tag team titles. If you're a fan of high octane sports entertainment, it doesn't get any better than Evolution versus the New Day for the Raw tag team titles. The Intercontinental Champ, man, wir dürfen sogar als Randy Orton spielen hier. Dropkick. There are all rumors of friction within Evolution. We'll see if that affects the outcome here tonight. So. Oh, shot right to the kidney. And again. Great way to turn down your opponent. Komm hoch jetzt hier. Jetzt ist mal voller Wucht an deine eigene Ringe gegangen. Elbow hinten drauf noch hier. Hoch mit dir. Los, lang drin, noch ein Knee-Lift drin, ja, komm hoch hier. So, wir noch mal einen Move machen mit dir hier. DDT! Und... yeah! So, wir mal pinnen. One, two... so. Oh, ja. Look at Orton here. Oh, weggeworfen hier. Placed into the corner. So, jetzt gibt's erstmal einen Double Tag Team Move. Stunt, aus dem Stunt, aus dem Stuntspear. So. Caught by the back of the elbow. Schon der Sweep. Oh. So. Natürlich wechselt der Vogel hier erstmal. Komm hoch jetzt hier. Spinn hier nicht rum.
So, da kommt jetzt TNT. Ah, der tolle Big E hier. Ist nicht mehr mit deiner blöden Künste. Nee, Lift. So, jetzt kommst du mal auch hier. Aushebar. Abgewehrt. Boah. Jetzt wird er bestimmt tauschen. Nein. Ja. Oh, raus mit dir. Was lässt du das hier mal? Wieder ins Leere gesprungen. Nee. Abgewehrt. Komm hoch hier. Xavier Woods. Wenn ihr stoppt am Rüber, nicht in der Höhe. Aussehbar. So. Jetzt muss ich auf Wip gehen. Oh, konnte man nicht abwehren, aus welchen Gründen auch immer. What? Nicht mal ein One hier. So, wenn wir mal hier die Meute ein bisschen anstechen. Dann können wir erstmal runterflacken. Ne? Na, kommst du rein hier? Hier. Abgewehrt. Nika, komm mal hoch hier. Abgewehrt. Oh. Ringe stoppt mit I in Höhe. Ein Druff hier. Runter mit dir. Macht das hier mal Lemian. Loseline. Und er stoppt. Wubbel, wubbel. Bom. This is where great cardio makes all the difference, helping you stay alive deep into the match. Yeah, yeah. Big E is losing any kind of advantage here. That line's proving hard to keep up with. Noch irgendwelche Punches. Oh, normal. Ist das andere drauf hier oder was? Oh, nee, nicht schon wieder. Was jetzt? Hä? Umgeworfen.
Sind's ja erstmal alleine in der. Jetzt kommst du mal hoch hier. Rene stoppt. Komm hoch. Und eingriffen. Boah, statt die anderen hier auch mal was machen. Da kommt er raus bei 1. Untergriffen. Also es greift aber auch keiner von denen. Oh, kommt der echt raus? Hoch mit dir hier. Da nochmal untergegriffen. Es greift einfach keiner ein. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Es ist schlimm. Kann die Idioten aber ohne ihn abwehren. Jetzt muss ich da hinten drin gehen. Weggeworfen. Warum kommt denn da keiner zur Hilfe? Erstaunlich, dass da mal einer angeschossen kommt. Da sollten wir uns mal hier. So. Ich muss da auch mal rennen. Ja, bald kommst. Ja, wie gesagt, Ort mal eingegriffen. Das ist einfach nur Kunst. Zum Glück haben die abgegriffen hier. One, two,
Yeah! Ah, haben wir geschafft. Na, das war doch mal ein tolles. Da stehen wir. My wise. Shipwreck von. Komme ich jetzt gerade da nicht drauf. Aber auch ein sehr geiler Song, definitiv. Von Letdown, glaube ich, genau. Kann ich nur jedem empfehlen: Letdown, Shipwrecks, Shipwreck. 12 Upgrade-Punkte. MVP. Wir müssen unsere Attribute mal hier am besten ein bisschen. Ich weiß nicht, was könnten wir? 17 Punkte haben wir. Wenn wir das hier nehmen. Und dann das. Dann machen wir mal das hier. 84er Stärke. So, MVP möchte, Matt Riddle möchte nach wie vor mit uns sprechen, Chad Gable möchte nach wie vor und Caleb Braxton. Was möchte die hier von uns? I don't like to complain, but I'm getting pretty fed up with the maximum male model crew. Ich beschwere die Nase voll von dem maximum male model crew, die überhaupt sehen hübscher als ein Pinker, ne? Schreibring, okay. Einen hübschen Sieg. Oh, machen wir. Dann werden wir uns mal einen hübschen Sieg gegen die Truppenteile da gönnen, würde ich sagen. In Raw. Für Truppen hier. One-Man-Fashion-Show. Monsoir. Hey, hold on. I thought I was the one-man fashion show. Gott. No, you're just an idiot. Schnell weg. It's the superstar who's a lock to be on top of WWE for years to come. Das sieht ja schon viel der Gegner aus, als hat mit der Hose vorher noch da. Leider ein paar wenige Theme-Songs, die man hätte nehmen können, aber an sich. Oh ja, komm hoch. Was ist das unten überhaupt für einer? Du bist jetzt erstmal da drin. Komm her hier. Am rübergelegt. In Höhe. Das war doch auch eine geile Kunst. So. So, komm her hier, Mansoor. Einen hübschen Sieg. Siede. So. Taking on some offense, but he expected as much. And Locke is really putting the pressure on. Every form of offense Mansoir attempts is being neutralized. Close line. So, hoch hier mit dir. Kopf hier. So, komm mal hoch. So, komm mal hier. Hope you boys put your running shoes on. It might be time to clear out. Ouch. And Mansoir has momentum slipping away from him now. The lock isn't holding anything back. So, komm hoch hier. Emphatically delivered. He's absorbing some tough hits now.
So, jetzt springen wir mal von hier raus und... Wow. Aufgenommen. So. Flug mal über Albo. Oh, Albo uns nischt. So, hoch jetzt hier. Machen wir die ganze Geschichte mal zu Ende, oder? Jetzt labert der mich hier schon wieder voll. Spear. So, komm hoch jetzt hier. Knee Lift. So, was machen wir jetzt hier noch mit dir? Komm hoch, jetzt müsste da mal langsam soweit sein, oder? Wenn ihr stoppt. Ah, überlegt. Dann gibt's den Jackhammer. Bam. One, two. Raus. What? You want tables? Also ja, wie kommt der da echt raus? Ein Stuhl. Darf man den Stuhl nehmen? Nein, scheinbar nicht. Network. Inelegant exit, but if it works, it works. Also, Spuren hier für Inner. Hier mal so mal so jung hier will irgendwelche komischen Künste machen oder was? Na, spinnst du da mal mit deine Künste? Alexander Blum, jetzt kommst du aber mal hoch hier. Haben wir rübergelegt nochmal. So, abgewehrt. Oh. Boah, ist das für eine Kunst gewesen. Komm hoch jetzt hier. Spinn hier nicht rum. Wenn ihr stoppt. Mhm.
Also wirklich. Ewige Künste. Naja, jetzt das Ding die Karriere zum nächsten Level bringt, weiß ich nicht, aber zumindest haben wir es mal ausprobiert. Bam, 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 are you scared? Bam, 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 bam. Müsste Kid Rock sein sogar. Hey, hey, hätte der Undertaker mal als. So, was willst du jetzt hier von uns? You've got some guts showing up here. Not really. See, Evolution and the Hurt Business don't have an issue. Until now. What it comes down to is you chose the wrong company. In more ways than one. And now that. And how is that going to happen? One word. I'm not scared of Omos. Name the time and place. Hold up. There's no need to rush things. Let's get to know each other a little better. Do our due diligence. What I'm thinking is, first you have a... Sure. Doesn't matter to me. Because it's all going to end the okay. same... Okay. Lock. Omos. Enormos. Müssen wir uns danach kümmern. Auch den werden wir besiegen, wollte ich sagen. Oder ich hoffe zumindest. Bam, 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 bam. Mal einen Schluck trinken. Der Legend Killer, genau. So, steckt gleich in Interfaction Action. Na, will gar nicht wissen, was soll das sein jetzt hier? Was haben unsere beiden Truppenteile noch zu sagen? Okay, Gabe, you know the deal. I want you out there for this match to make sure the Hurt Business doesn't get involved. Got it. Wait, do you really think that's necessary? I can handle myself fine. And what's the worst that can happen anyway? A DQ and I get some or they get some shots in on you and weaken you before your title match against Omos. Gabe, you're going out there with him for that match. Come on, let's go. Dann gehen wir mal raus und werden zusammen mit Gabe. Das ist die Frage, war noch schnell ein paar Tribute stärken, vielleicht greifen. Ja, das sollten wir mal machen. War eine 85er Stärke schon zum Match. Zum Match. Ja, jetzt. Manche Songs sind nicht so berauschend wie der zum Beispiel, aber. ...2003 hielten die Mitglieder der damaligen Evolution alle Titel der Men's Division bei Raw, einschließlich dem Legend Killer Randy Orton. Wird sich diese Geschichte nochmal wiederholen? Camelo Heiß. It's the future of WWE, The Lock. Naja, mal Tacke würde ich sagen, ja. Komm her, you do. Squaring off tonight in a highly anticipated non-title match between two superstars. Destined for, here's the early cover. Gleich ein Pin. Oh, kick out. He ain't getting paid by the hour. And misses on the springboard. Boot. Also wirklich, meinst du, machst schon irgendwelche bekloppten Künste mit mir oder was? Placing them right where they want them into the corner. Larry hat gleich mal eine Eckerin. Komm hoch hier. Ausheber. So, jetzt kommst du mal hoch hier. Counters, this could be an opportunity. Kick to the gut. War nicht abwehrbar auf jeden Fall, aber kann sein, dass wir einfach da nochmal ein bisschen uns rausrollen müssen. Zack. Ohoho, das hat aber hier scheppert. So.
Comes Mo here. Feeling the effects of that last hit. Yeah, but he's not breathing heavy yet. Oh, jetzt bin ich schon rumpalabert hier mit diesem komischen Typen da. So, Spiel wird reicht. Getting that shoulder up seemed to be pretty easy. Und bewährt. Nicht abwehren bei dieser Künstler, das ist wirklich schlimm. Was willst du denn damit mir machen? Ich gehe hinterher nochmal, tut mir leid, dass der jetzt so heavy kommt, aber... Komm hoch hier. So, nach dem Strong Irish Whip kannst du da ruhig normal renieren. Okay, wird. Oh. Abgewehrt. Na, also. Macht er denn da oben? Kann ich den nicht anwählen hier? Climbs back inside. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. Taking flight. Showing absolutely no apprehension to putting one's body on the line. Und maybe some collateral damage on the way here. Everyone needs to clear out. Wo komme ich dann da näher hin? He'll take things into the ring. The sound of this crowd is deafening, and he's asking for more. Count out may be imminent here. Really testing fate right now. Makes it back just in time. Oof, that was really close. Knee lift. Oh, jetzt wird man gleich schon wieder voll gelabert hier von den Truppenteilen. Was machst du da draußen für eine Kunst? So. So. Wenn ihr stoppt, Arm rüber erlegt. Und da greifen. Two, three, yeah. Here is your winner, the legend Dennis King. No other way to put it, guys. That was kind of a butt kicking. Never a doubt. Barely a moment's suspense. This one was about as lopsided as they come. Na, aber doch haben wir einen super Sieg rausgeholt hier. Mal gucken, was uns das jetzt hier noch bringt, aber an sich glaube ich, haben wir hier schon mal wieder ein bisschen was geschafft in der ganzen Story von My Rise. Und ich denke, das kann sich doch ein bisschen sehen lassen, glaube ich. Ja, das erste Match war ziemlich lang, muss ich ehrlicherweise sagen, weil die da immer eingegriffen haben. Aber jetzt würde ich sagen, das passt schon auf jeden Fall. Ein gewaltiger Kampf des Intercontinental Champions gegen The Giant Omos. Ja,
So, aber ich würde sagen, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Euer Kinky.